Ey, Junge, oder wie geil ist denn die Kurvenlage, oder? Bitte, oder Jungs? Ich war wirklich in meiner Nase, ohne Spaß. Mabossa, Deko? Ah! Hasta la man, yada muchachos, da sind wir am Stissel. Wir zocken wieder GTA 5 Kassenwettrennen. Und zwar haben wir hier am Stissel ein Stunt Rally aus dem neuen Cunning Stunts Update. Wir zocken zusammen mit den Oberspackos, nämlich. Hallo, meine lieben Junge! Den Kev und ich fühle mich super. Was geht, ihr Lieben? Heute Alter. Mega nice! Ich glaube, das ist dein Lieblingsupdate von allen Updates, die die GTA je hatte. Ich also sehe ein bisschen aus wie Elvis in meinem Anzug. Ey, Kev und ich haben die bescheuertsten Outfits, die man, glaube ich, so picken kann. Wieso? Ich finde das Update erst geil, wenn es den Editor gibt. Genau, sexy. Und wenn es GTA-Modus gibt. Ich finde es ja, jetzt schon nice, Leute, mit dem Audi Quattro. Jetzt geht's ab. Der auch noch fast. Und Ring of Fire. Danke auch für danke auch rein. Der Schnee. Leute, ich will meinem Orbi Drive. Gar kein Problem, ich bin am Start. Und das macht mich geil. Ich verstehe nichts. Das sind jetzt Maps von den GTA-Entwicklern, die sozusagen sich mal in so einer Kasten probiert haben. Ne? Sieht man sofort, sieht scheiße aus. Sieht vollkommen kacke aus. Wieso ist das denn? Oh, wie kann man denn so scheiße Maps designen? Wir machen jetzt Maps, als ob die von Fans sind. Aber Fans machen viel geilere Maps als die. Jetzt wird Offroad. Aber die Autos sind cool. Der fährt ja richtig geil Offroad. Alter! Ja, na klar, Leute! Der fährt richtig fresh! Ja, Alter, wer war damit unterwegs Alter, früher? Jetzt müsste den abpunkten, der ist ja immer gut gewesen in Offroad. Und allgemein Autofahren, du. Also das ist cool! Alter, ich mach null Fehler hier, null. Das läuft hier smooth. Ja, ihr habt bisher noch keinen großen Fehler gemacht. Ich hab ein bisschen verkackt am Anfang hier, aber ich bin direkt hinter Dena. Ja, gerade ist ja easy, gerade geht's ja nur bergab hier. Gerade passiert hier gar nichts so. Naja, Ring of Fire. Ist das jetzt so ein GTA-Entwickler Warride oder was soll das darstellen? Was war das? Das gibt's GTA nicht. GTA-Entwickler Warride. Oh, die wird zweiter. Ja. Das ist die Kinderstube. Ja, ja, so meine ich das ja. So. Die dachten sich, wir machen ein Warride und dann haben sie sowas hier gebaut. Yeah! Oh, das hier, ist doch ein Stern ernst. Hier müssen wir ein Looping fahren. Hier müssen wir ein Looping fahren. Challenge. Ein Looping fahren. Challenge. Oh, nein. Penis. Jeder muss ein Looping. Okay. Ich hab geschafft. Ich hab verkackt. Nein, ich bin da immer drin. Ich hab's geschafft. Ich war zu langsam. Darf man erst weiter, wenn man ein Looping hat? Ja. Digga, Looping! Du ein Looping machen. Ich hab's geschafft! Ich auch! Oh, jetzt ist geil! Geben Sie Vollgas, die Todesrampe! Hey, wer ist da? Hey! Entschuldigung, war nicht mit Absicht! Speed! Jetzt wo ist der Wind? Ach, es gibt Speed! Was ist das denn? Das ist echt geil! Damit kommt man sogar Häuserwände hochgefahren, ne? Krass! Kann man auch mit Custom Maps dieses Element jetzt verwenden? Oh. Das wäre nice. Noch nicht! Erst im August. Darauf warten wir noch. Deswegen. Okay, aber das ist cool. Los, bitcht euch! Aber die Aussicht ist schon mal richtig fresh. Oh nein, hier sind wieder diese Bremser. Ich hasse die. Bremser gibt's aber eigentlich nur, wenn du irgendwo runterfährst. Dann guck das dir gleich an, mein Lieber. Oh. Alter, coole Elemente. Hä? Was ist das für ein Bremser denn? Das war Bremser. Ja! Dena! Lol. Yes! Wir machen zum einen mal ein Rennen richtig gut. Nein! Ich will die ganze Zeit Haftbomben werfen, aber es geht einfach nicht. Mann, ich habe ihn so geil runtergeworfen. The Ring of Fire, da haben wir wieder den Salto, ihr Lieben. Mann! In jedem Ding muss ein Salto gemacht werden. Ein Looping. Meine ich doch. Scheiße. Ich finde es sehr, sehr fair, dass der jetzt wieder hinter mir ist. Oh, was? Nein, ich habe voll geil dich weggedrängt. Mann, da habe ich nur Pech gehabt. It's Ring of Fire time! Nice. Fire Ring, da fliegen wir mal durch hier. Looping time! Da war der Baum im Weg! Ja, das zählt als Looping, Leute. Hintereinander. Alter, das ist echt der Baum. Ich hab ihn. Taxi. Bei jedem ein Looping, ja, ne? Bei jedem. Der Todesring! Mein Gott, der Looping! Jetzt kommt der Todesring, Freunde! Ja, das kann man schon als Looping zählen. Salto! Ich hab ein Looping! Weiter geht's! Yeah! Wuhu! Hallo, Dino! Ja, läuft echt geil. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was der liebe Cap meint. Also das wäre echt cool, da habe ich ein Salto geschafft durch... Oh, mach ich auch, Vorwärtssalto, komm! Ja genau, Vorwärtssalto. Das läuft geil. Nein, ich hab... Ich hab's nicht geschafft. Und ich werde auch noch gebremst, oh Gott. Ich hab den, also noch schön den Todesspeed gehabt und dann nach vorne gelehnt. Ich hab ihn auch versucht und nicht geschafft. Ja, ich auch nicht. Papa wahrscheinlich hat geschafft. Nein, ich hab den wirklich geschafft, guck. Ich hab den wirklich geschafft. Ich mach jetzt Aufnahme. Gucken Sie sich das an. Okay.
Das sieht richtig fresh aus. Mein Käfig wollte gerade! Hier muss ein Looping gemacht werden. Ja, und ich wollte ja gerade mein Looping machen und hast du mich abgelaufen. Und? Looping, ich bin auch rein. Und es ist weiter. Nice. Den, das war aber kein Looping, ne? Nein, weiß nicht, aber ich hätte einen, wenn ohne Kev. Und ich hab ihn. Oh, jetzt kommt's. Mann. Oh, ich bin so am Arsch, der Baby. Ohne Kev hab ich einen. Ohne Kev hab ich keinen. Oh. Wir gehen jetzt einfach davon aus, dass den einen gemacht hat, ja? Ja. Ohne ich glaube, ich bin hier. Ich war perfekte Voraussetzung für den kompletten. Ich habe mich leicht seitlich gedreht, aber ich habe mich komplett überschlagen. Ich habe mich komplett nach vorne hin überschlagen. Ah ja, oha. Ich habe mich sogar zwei Seiten von okay. Ich habe ziemlich letzter. Den also, ich habe es. Ich kann also die Schuld dir zuschieben, ja? Ja, aber ich hab's ja. Ich würde sagen, wenn einer ganz viel Rückstand hat, dann muss er kein Looping machen. Und da ist das Ziel. Was? Nein, ich habe Fehler gemacht. Fuck. Och Mann, ich dachte so kratzen. Oh, ich wollte Kev auch reinholen. Ich bin aber heute absolut Zucker gefahren. Ich bin wirklich Zucker gefahren. Ja, man kann nicht aussteigen, ich wollte dich abschießen. Nee, ja, bitte. Deswegen, da hoffen wir ja noch drauf. Ja, GTA-Modus muss ja noch aktiviert werden. Das wäre ja geil. Ja, das wäre geil, Alter. Ja. Ich glaube, sobald das in den Editor kommt, dann geht das, denke ich erst. Ich finde, das hat ein paar ganz coole Elemente, das Ganze. Aber es ist halt noch irgendwie so zu steif, weißt du? Da ist noch ja, wenn du dir vorstellst, so das Ganze geil, im Editor mit diesem Boost. Das ist das Ziel. Stell dir vor, du hast so ein BMX-Glide mit dem Boost. Ich will aussteigen. Ja, stell dir mal vor, du hast einen Asia-Parcours mit dem Boost und sowas. Asian-Parcours, das wäre mega. Das wäre echt nice. Leute, in einer Sekunde geht's weiter, bis gleich. Bis gleich. Ciao. Zweite Map am Start und zwar der Sturzflug mit Supersportwagen, dem RE-7B oder B7. Was keine Ahnung. Alles für krass neue Autos, Leute. Ich bin geflasht. Was ist denn ja Eco! Was? Zieh dein Ding aus, das ist meins. Wenn ich find's geil, wie jemand beim Gebirn. Und jetzt hör dir mal den Sound an, wenn du Gas gibst. Hör dir das mal an. Okay. Oh Mann, ey. Ihr habt alle den blauen, nice. Ich bin der Einzelne, der hier. Du bist der Einzige, der ist ein Einhorn. Mies gay. Oh, ich will mal die Innenperspektive sehen, Leute. Lass oh, mich ja, in Ruhe! Das sieht nice aus, das sieht nice aus. Lassen Sie mich durch! Alter, die sind schnell, die Wagen, die sind Verzieh schnell! Verzieh in der Straight Line sind die richtig nice, oh! Warte, beruhigen Sie sich, ja? Ich brauch Windschatten erstmal. Und verzieh dich den ab! Ey! Nein! Und da ist... Jetzt wird's heiß! Hey! Nein! Alter, was ist denn hier los? Ich will weiterfahren! Alter, das sind so schnelle Wagen, wir fahren so langsam Alter, mit denen. Alter, das ist geil! Nein! Den haben wir! Direkt dich! Alter, oh, Deko, wo kommst du denn her? Mann, wieso sind die denn Banden an der Seite? Da kann mich niemand rausdrängen. Und nein! Alter, der Wagen haftet so krass. Alter, jetzt kommt der Drop. Das ist wirklich ein bisschen ein Wagen. Du kannst ja machen, was du willst, der haftet einfach. Alter, ich hab den Schatz von Dena! Dena, bremst bitte ein bisschen ab! Alter, wie weit geht's hier runter? Dena, du willst schon deine Maximalspeed! Los, ich schieb dich! Schieb mich! Dena, hör auf! Was? Bist du ein Witz, Alter? Ich wollte den Todesspeed! Jetzt Looping! Spirale! Ich hab vergessen, Looping! Was soll ich machen? Das ging zu schnell! Ich kann mir nicht mal das ging zu schnell, ich schaff's auch nicht! Ey, was seid ihr denn für Pussys? Hättest du es früher gesagt, hättest du es gemacht! Was seid ihr denn für Pussys? Ey, war wirklich zu spät! Guck dir meine Aufnahme, es war wirklich zu spät, ich konnte nichts machen! Easy, ich mach das nochmal, Alter! Boah! Scheiße! Alter, das Auto ist so krank. Das war fail. Das war natürlich fail. Das Auto jetzt werde ich dieses Rennen, ist Runde natürlich zwangsläufig verlieren, aber ich habe auch es am coolsten gemacht. Da muss man auch einfach mal sagen. Also, gefühlt ist das Auto so schnell wie der X80-Prototyp, aber hat einfach tausendmal bessere Haftung. Swag-Punkt habe ich gewonnen. Ich mache jetzt eine Spirale. Leute. Ich meine, ist ja auch ein Rennwagen. Okay, ist ja auch klar, nicht. Leute. Ja, Leute, wo ist denn Deko? Ja, wo ich Deko ist? Deko lebt, glaube ich, nicht mehr. Ah, Deko ist immer noch da oben? Ja. Ja, der hat wenigstens Anstand, der Junge. Guckt euch das an. Weil die voll daneben. Ihr hättet respawnen können. Als ob Deko die ganze Zeit respawnen, um den Looping zu machen. Doch, wirklich, er respawnt. Ja, aber nur, weil er eh so weit hinten ist. Ausreden, lieber ausreden. Jetzt hier ist er aber maximal zum Rumstylen. Natürlich. Warum machen die diese Button? Das ist auch viel lustiger, wenn wir runterfallen könnten. Ich meine, wir haben viel weil der Wagen viel zu krassen Grip hat, aber trotzdem. Ja, ganz ehrlich, wenn ich mir diese Elemente vorstelle, mit diesen Speeds, guckt euch diese Luftparcours-Teile an. Den, aber machst du mal einen Fehler? Hä? Ja, wie soll ich einen Fehler machen? Das Auto ist so leicht zu Mann, fahren. Wo ich sind die Alter, das ich fahr geil einhändig um mit der Nase hier. Das ist super easy. Ey, los, fahr mit den Füßen. Fahr mit den Füßen, Mann. Hä? Fahr mit den Füßen, Mann. Alter, jetzt geht's hoch. Wow. Shit. Ja.
alten Schweden. Ja, da kommt ein geiles Teil auf. Trotzdem kein Problem, Leute. Das war meine Nase, das war ich nicht. Ey, die haben so eine geile Kurvenlage, diese Teile, ne? Mach nochmal so eine geile Kurvenlage. Soll ich nochmal mit der Nase fahren? Ja. Okay, ich fahr mit der Nase. Okay, los, los, los. Ich fahr die ganze Zeit mit der Nase. Ich werde ja nicht langsamer dadurch. Wie schaffst du es mit der Nase zu fahren? Kurve, wo geht's? Das will ich mir anschauen. Ey, Junge, wie geil ist denn die Kurvenlage bitte, oder, Jungs? Ich fahr wirklich mit der Nase, ohne Spaß. Mabossa, Deko? Au! Ja, das war aber nicht. Keiner hört zu. Das war nur Show von mir, hab ich extra hingestellt. Hashtag, keiner hört zu. In die Kommentare. Was los? Ist nicht so, als hätte ich nicht schon dreimal gefahren und bin namentlich genannt. Ich bin eine halbe Minute um mit einer Nase gefahren und bin trotzdem erster. Oh fuck! Oh, ganz cool. Wie hast du den bekommen? Alter, also war es Windschatten oder was? Windschatten, Mann. Ja, da habe ich natürlich nicht gerechnet, das gebe ich zu, aber... Da bin ich auch wieder vorbei, ne? Windschatten! Oh, wow. So, Deko, ich warte jetzt auf dich, damit das hier mal ein Rennen wird. Willst du dir jetzt wieder Windschatten holen oder was? Du bekommst keinen Windschatten. An der Schattenlinie, hier ist eine Schattenlinie. Nein! Ja! Es ist wieder Zeit für die Nase. 3, 2, 1. Erfahr dich voll, okay. Go, go. Ja, ich fahr jetzt auch im Zweifel einmal mit der Nase. Ja, jetzt muss ich auch mit der Nase fahren. Cheer! Mit der Nase in der Tastatur? Ich bin mit der Nase auf dem Gamepad, Leute. Bin ich ins Ziel gefahren? Gar kein Problem. Kein Ding für den King. Hol die Windschatten! Der Zerstörer. Alter, wir sind ja eben. Oh, Leute, oh Gott. Ich will mitmachen! Das wird knapp bei euch! Lol! Alter! Ich wollte mitmachen! Alter! Komm, wir machen nochmal ein Rennen! Mabossa, bleib hier jetzt an der Stelle stehen! Ich bin gespannt, wer von euch beiden das schafft hier! Oh, okay, von euch drei! Das ist ein Rennen! Ihr habt ja eh Windschatten, also. Oh ja, ihr habt... ey! Oh! Ball! Du darfst niemals warten, Junge! Oh Mann! Okay, so kann Kev das aber nicht mehr schaffen. Trotzdem habe ich ein bisschen Schwanz ins Gesicht bekommen. Danke, das ist also der Lob, das man wartet, ja? Ja. Da ist aber ich hätte echt gerne mal so ein Rennen mit den Autos hier. Hätte ich gerne mal ein Rennen auf dem auf der Straße irgendwie so, weil das war jetzt echt so ein mega einfacher Kurs, ne? Aber halt, wenn man so ein richtig geiles Rennen mit den Wagen, da hätte ich richtig Bock drauf. Ein Warride vielleicht auch. Nein! In dein scheiß Gesicht, Kev! Mein Gesicht. Komm, Kev. Und er verliert. Ah, ich fahr gar nicht ins Ziel, ich brauch das nicht. Ich brauch das nicht. Los, Kev. Ihr Muschis. Los, Kev. Nein, was ist das? Hätte klappen können. Erster Platz, Leute. Wollen wir nochmal zum Abschluss nochmal ein GTA-Rennen ranhängen, ja? Ein GTA-Explosion rein. Damit wir nicht vergessen, wo die Bomben herkommen. Genau, damit wir nicht vergessen, wo wir herkommen, ne? So ist es. Explosion. Bis gleich. Aber erstmal so scheiße sein, weil ich Explosion! Geworden, ne? Wir dürfen unsere Wurzeln nicht vergessen, deswegen wird jetzt nochmal fleißig geballert. Ein NASCAR-GTA-Rennen mit schön viel Explosion. Also bereitet euch schon mal auf Ausraster der feinsten Sorte vor. So muss das sein. Da freue ich mich drauf, Leute. Ah, nee, das ist ja gar nicht gut für mich, wenn wir mit Explosion machen. Hup. Also, wenn es ein Nuke in GTA-Game wäre, wäre nicht schlecht, aber so. Was habt ihr für Hupen alle? Chillt doch mal. Das ist geil, Phil Collins zu Nerf hier im Radio. Und Phil Collins, Gamer Strike. Du mal ziehst. Scheiße. Phil Collins nehme ich das in Kauf, Leute. Ja. Ich weiß, dass ich damals auf meiner PSP GTA Vice City Stories gespielt habe und Phil Collins einen richtig nicen Gastauftritt da. Das war so unerwartet und mega nice. Wow. Nein. Wow. Ich wollte gerade die... Ich hatte die Haftbomben gehabt. Es hat zu lange gedauert, die auszuwählen. Was? Hat sich Gamer einfach weg, weil er das Scheißteil bekommen hat? Nein, ich hab ihn nicht erwischt! Ha! Muschi! Wow! Muschi! Nice, hat er echt eine alte NASCAR-Strecke hier nachgebaut mit dem als Custom-Map. Finde ich mega cool. Oh, die erste Runde ist schon vorbei! Was? Die erste Runde ist schon vorbei! Was? Und Kev und ich sind hier noch ganz hinten zu zweit gerade am Stitze! Komm doch her! Kev hat mich in die Luft gejagt, als ob, direkt vor dem Punkt. Wieso schießt den letzten ab, Kev? Wieso schießt den letzten ab? Was ist dein Problem? Ich habe zu viel nicht geschossen in den letzten Runden. Das ist nicht wahr. Alles wieder gemacht werden, aber Deko ist schwer zu packen. Ihr müsst ihn aufhalten. Ich krieg ihn ja nicht. Ich muss noch mal ein bisschen erholen, was ich als letzter habe, Leute. Gib mir mal ein bisschen Glück hier für die ganze Scheiße. Alter, ich... Hätte ich Kev damit getroffen, das wäre so nice gewesen. Oh, fuck. Ich hab ihn aber gleich, Digga, du träumst. Ja. Alter! Und ich fahre einfach Kreis um Kreis. Ich krieg ihn aber nicht.
und komm ganz leicht sein. Näher, aber es hilft ja nicht. Es hilft ja nicht. Komm! Oh, Junge! Mann, Mann, Mann. Ich muss in jedem Moment sind die alle im Ziel, während ich noch rumkrebs. Das ist auch traurig, Leute, ja. Ich krieg euch aber nicht gepackt, Alter. Was ist hier los? Oh, fuck! Fuck, 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 fuck. Nee, ich glaube, ich krieg ihn nicht mehr. Oh, fuck, was ist los? Oh, Mann, das sah schon so aus, als würde es klappen. Nein! Jawoll, Alter, da hab ich mal getroffen. Wisst ihr, wie Skill das war, um einen zu treffen? Ist das dein Ernst? Ich hab sowieso Raketen hinter dir, deswegen. Oh, Mann. Und dann kommt eine Explosion am Schlüssel, da war gar nichts. Ziel. Und? Wer ist hinter mir? Ah, Mabossa, du Armer. Dena kommt noch. Aber ich hab so geil aufgeholt, Mabossa. Ich hätte ihn selber gekriegt mit meinen Raketen. Ne? Schade, dass mir der Dena zuvor nicht gekommen ist. Schade. Aber da haben wir nochmal gezeigt, das war echt gut. Wo waren da die Explosionen und das Chaos? Ich sage euch, ich hätte das Ding hier gewonnen. Ich hab den getötet, ich kann hätte, ja sagen. Hätte, ohne Kev, der den letzten da abschießt. Ja, ich dachte, wir halten zusammen. So ist es, da war die Explosion. Ja, super. Zucker. Das waren drei Zucker-Maps. Mal ein bisschen Culling Stunts, mal wieder GTA zu unseren Wurzeln zurück. Also, ich meine, lass einen Daumen nach unten und Kev hat die schnellste Runde, bitte. Bitte? Ich hab doch gesagt, ich hab aufgeholt. Alter, um 600. Ja, da ging mich die schnelle Runde. Pro. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder mal in einer weiteren Runde. Geht ja auch in drei Tagen wieder mit lieben Dena bis dahin reingehauen. Dann schon mal Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und tschüss.